Schweißarbeiten am Dach sind die Ursache für den verheerenden Großbrand im Schloss Arnberg im vergangenen April gewesen. Das Schloss ist dabei vollkommen ausgebrannt. Wir haben nach einer sehr raschen Bauentwicklungszeit jetzt seit 4 Monaten die Generalsanierung wieder begonnen und stehen heute bei der Firstfeier. Es ist alles bestens gelaufen bis jetzt. Wir sind im Zeitplan, wir halten die Kosten ein und werden gegen Ende März das Gebäude wieder an die Salzburg-Stiftung in renovierten Zustand zurückgeben. Das Bauvolumen lässt sich mit etwa 8,5 Millionen Euro beziffern. Die größte Herausforderung für den Bauherrn war es, das mit Löschwasser durchtränkte Haus wieder trocken zu legen. Im Zuge der Löscharbeiten wurden 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser in das Gebäude gepumpt. Das ist also insofern sehr komplex, weil wir haben historische Bauteile, die gerettet werden mussten. Soweit möglich wurden diese abgebaut. Die Putzflächen wurden abgefräst und es gibt also im Gebäude in 4 historischen Sälen alte, ca. 250 Jahre alte Holzdecken. Die konnten nicht abgebaut werden, die mussten im eingebauten Zustand getrocknet und jetzt saniert werden. Üblicherweise werden hier Ärzte aus osteuropäischen Ländern und Entwicklungsländern von österreichischen und amerikanischen Spitzenmedizinern ehrenamtlich weitergebildet. Finanziert wird der Bildungsaufenthalt von der Salzburger Stiftung, der American Foundation. Der Nachholbedarf in medizinischer Hinsicht ist groß. Seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs kümmert sich die Foundation intensiv um den Wissenstransfer. Die Ärzte kommen also von Ländern wie der Slowakei, aber bis in die Mongolei, bis Vladivostok. Sämtliche ausbildenden Ärzte machen das ehrenamtlich. Selbstverständlich ich auch. Ich bin auch hier ehrenamtlich tätig. Und die Ärzte, die hierher eingeladen werden, denen wird natürlich sowohl die Reisekosten als auch die Aufenthaltskosten eben bezahlt. Weil diese Menschen, die könnten sich das sonst gar nicht leisten. Die Kosten der Wiederinstandsetzung sind gedeckt. Das Haus ist auf den Neuwert versichert gewesen. Kommerzialrat Heinrich Spengler hat aber nicht nur die Kosten fest im Griff. Auch kulturell wird mit einem Skulpturenpark hier in Zukunft einiges geboten. Wir haben eine Zusage bekommen von Herrn Würth, einem der größten, wenn nicht den größten Skulpturensammler Europas, der uns in einer Slow Rotation, das heißt immer wieder ausgewechselt, spätestens alle 3 Jahre jede Skulptur ausgewechselt, auf 20 Jahre Skulpturen zur Verfügung stellt. Und wir haben uns bereit erklärt, wenn die Skulpturensammlung eröffnet sein wird, das wird mit Anfang Sommer nächsten Jahres sein, dann eben auch für die Öffentlichkeit den Park zugänglich zu machen untertags. Und ich glaube, das wird was besonders Schönes und Bereicherndes sein.